Hallo, das hier ist der erste Teil von Savage Saturday, einer neuen Reihe von mir, die sich hauptsächlich auf Savage Gameplay konzentriert und die etwa einmal pro Monat erscheinen wird. Dazu gibt es dann Commentary mit GTA-Bezug, wobei das genaue Thema jeweils von Folge zu Folge unterschiedlich sein wird. Heute zum ersten Savage Saturday geht es um meiner Meinung nach Rockstars größte Verfehlung dieses Jahres, nämlich dass sie in Bezug auf GTA Online jegliche Realitätsnähe, und das meine ich ganz wörtlich in Bezug auf die Realität ihres eigenen Spiels, verloren haben anscheinend. Von Rockstars originaler Vorstellung für GTA Online, dem, was die GTA Online Experience hätte sein sollen, nämlich eine GTA Online Experience, also die GTA Experience aus dem Singleplayer, die Möglichkeit einfach mal Scheiße zu bauen und den ganzen Wahnsinn und das ganze Chaos, was man in GTA im Singleplayer anrichten kann, online mit mehreren Spielern voll ausleben zu können, inklusive einer vielfältigen Menge an PvP, PvE und auch einigen friedlicheren organisierten Aktivitäten. Das hätte GTA Online werden sollen, was haben wir jetzt stattdessen? Wir haben Motto-DLCs. Spieler sollen sich in ihre entsprechende Rolle hineinfinden. Zuerst war es das CEO-System mit dem CEO-Update und danach dann das Biker-DLC, wo der Spieler dann plötzlich zum Biker werden soll. Fällt euch etwas auf? Das hat nicht mehr so viel mit dem Player Freedom zu tun, den die GTA Online Experience hätte zeigen sollen, denn wer nicht bei diesen Motto-Rollenspielen mitmacht, hat vom DLC effektiv gar nichts, außer den anderen dabei zuzugucken, wie sie bei ihrem Scheiß da mitmachen. Hat aber wie gesagt nicht mehr so viel mit der originalen Experience von GTA Online zu tun. Rockstars Idee, dass dann diese Spiele aber sozusagen rollenspielmäßig in ihre Biker-Gang- oder Businessman-Rolle schlüpfen, das ist auch absolut realitätsfremd. Warum? Weil es einfach nichts bringt. Wer sich darauf beschränkt, ein Biker zu sein oder darauf beschränkt, ein CEO zu sein, der zieht in diesem Spiel dank der total verkorksten Balance zwangsweise, sobald jemand es darauf anlegt, sowas von den Kürzeren und kriegt sowas von auf die Fresse, dass es auch nichts bringt, wenn man es so spielt, wie Rockstar sich das vorstellt. Und das macht ja auch so gut wie niemand. Weil es scheiße ist. Weil es einfach scheiße ist. Aber die originale Vorstellung von GTA Online, der ultimative Player Freedom, eine Welt von Anarchie, in der sich Spieler auf Gedeih und Verderb betteln. Eine Welt, in der die sich raushalten im Passivmodus in der Gegend rumharzen und alle anderen in GTA die Sau rauslassen können. Die gibt es auch nicht mehr, weil der freie Modus sowas von verseucht ist. Die Vorstellung der meisten Idioten in GTA ist, dass das hier GTA PvP ist. Das ist es nicht. Das ist Bullshit. Wenn das die äußerste Vorstellung, die ihr von GTA PvP habt, ist, dann passt jetzt mal gut auf. Fahrzeuge wie der Savage, die in den Händen der meisten Spieler sowieso nichts bringen und dann vom Himmel gegeiert werden, mit dem scheiß Lenkraketenwerfer. Wenn man das richtig gemeistert hat und richtig einsetzt und das gegen diesen ganzen CEO-Biker und was weiß ich Dreck, dann kann man mit seinem Biker-Müll und sowas von einpacken. Das ist GTA PvP, wenn man es effektiv betreibt. Da kann man als jemand, der davon keine Ahnung hat, sowas von es vergessen. Es ist wie eine Heimsuchung für den. Der denkt, what the fuck passiert hier gerade mit meinem Schiff? Und das denkt er zu Recht. What the fuck passiert gerade mit seinem Schiff? Was ist das für ein overpowerter Müll, den der Heli da anrichten kann? Wie kann ein Fahrzeug, das in den Händen des einen Spielers sowas von overpowered ist, in den Händen des anderen Spielers der größte Müll sein? Das ist eine Frage, die ich an Rockstar stelle. Es liegt daran, dass dieses ganze Spiel sowas von missgebalanced ist, weil es so vielen overpowerten Scheiß gibt, dass vom Prinzip das Spiel gar nicht ansatzweise so spielbar ist, wie Rockstar es sich vorstellt. Danke übrigens, Lester, dass du nicht ans Telefon gehst, supergeil. Was ich sagen wollte, bevor ich vom Thema abgewichen bin, zu diesen ganzen overpowerten Fahrzeugen, die vielleicht in den Händen des einen overpowered sind und in den Händen des anderen nicht, kommen dann vor allem in den Händen der Fähigen, die auch noch Ahnung vom Spiel dazu haben, auch noch die ganzen Sachen, die Rockstar im Kontext ihres CEO bzw. Biker und ganzen Drecksystems eingebaut hat. Stichwort Geisterorganisation zum Beispiel. Wisst ihr, das war mal dazu gedacht, damit Organisationen im Kampf gegen andere Organisationen sich einen Vorteil verschaffen können. Oder das vielleicht beim Abliefern oder was weiß ich, beim Abholen von irgendwelchem Scheiß die Organisation mit Geisterorganisation was machen kann. Wisst ihr, was die Realität davon jetzt geworden ist? Da sitzt ein einzelner CEO-Hansel, vielleicht auch mehrere, in ihren Jets. Und wenn sie dich umbringen wollen, dann aktivieren sie ihre scheiß Geisterorganisation und sind erstmal 3 Minuten weg vom Radar. Und ein Jet, der 3 Minuten weg vom Radar ist, ist eine verdammte Belastung. Da drängt sich mir doch gezwungenermaßen die Frage auf,
Kriegt Rockstar den Scheiß in ihrem eigenen Spiel nicht mehr mit oder wollen die den nicht mehr mitkriegen oder was ist los? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.